Heute wird es darum gehen, wie du dir nach dem Abitur dein Traumumfeld aufbaust. Willkommen zurück, hier ist Leo, dein Abiturcoach, und heute sprechen wir darüber, wie du dir nach dem Abitur dein Traumumfeld aufbaust. Das ist für mich eine der spannendsten Themen, die man nach dem Abitur besprechen kann, weil es einfach für mich so eine riesige Veränderung in meinem Leben ausgemacht hat, und ich bin nach wie vor der Meinung, dass das eine der größten Faktoren ist, warum ich mittlerweile so glücklich bin und gleichzeitig auch, denke ich, für mein Alter schon sehr, sehr erfolgreich. Das Ganze ist so entscheidend, dass ich euch wirklich verspreche, dass wenn ihr das Video nicht nur komplett anschaut, sondern auch alle Schritte darin für euch umsetzt, dass es euer Leben und speziell eure nächsten 3 Jahre komplett verändern kann. Deswegen lasst uns direkt reinstarten. Was meine ich mit Umfeld? Das Umfeld ist für mich, mit der du dich immer wieder umgibst. Das bedeutet, alle Menschen, mit denen du in regelmäßigen Abständen interagierst. Das kann das sein, dass du dich wirklich persönlich mit ihnen triffst. Das kann aber auch einfach nur ein Telefonat sein. Warum ist es so entscheidend, dass es regelmäßig ist? Wenn du dich mit einer Person nur 1, 2, 3 Mal getroffen hast, dann ist es für mich natürlich dein Umfeld. Was vor allem entscheidend ist, dass du diese Person immer wieder siehst und dass diese Person jeden Tag, jede Woche, jeden Monat einen Einfluss auf dich und dein Leben hat. Das kann eben auch bedeuten, dass dein Umfeld nicht nur aus den Leuten besteht, die du jeden Tag siehst, sondern kann auch einmal in der Woche oder einmal im Monat sein. Das ist für mich aktuell sehr viel, weil ich mittlerweile schon viele Leute kenne, die in anderen Städten wohnen und mit denen ich nur vielleicht alle 2 Wochen mal telefoniere. Aber trotzdem zähle ich diese Menschen zu meinem Umfeld, weil sie eben immer wieder einen Einfluss auf mein Leben haben. Am wichtigsten sind natürlich aber die Personen, die du wirklich jeden Tag siehst. Dann ist natürlich erstmal die Frage, warum ist das Umfeld denn so krass wichtig? Wir Menschen arbeiten sehr, sehr viel mit Spiegelneuronen. Das bedeutet, das, was ein anderer Mensch macht, übernehmen wir auch gewissermaßen automatisch. Und das bedeutet sozusagen, dass du so wirst wie die Menschen in deinem Umfeld. Es gibt diesen Spruch, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und das finde ich eine ziemlich heftige Aussage. Ich bin nicht der Meinung, dass es zu 100% wahr ist, aber es ist definitiv aus psychologischer Sicht so, dass unser Umfeld uns extrem formt. Das bedeutet, natürlich kannst du für dich selber Ziele, Pläne, Visionen haben, du kannst Ambitionen haben, du kannst Disziplin haben, du kannst Selbstvertrauen haben und all diese Dinge, und die sind ein ganz entscheidender Faktor dafür, wie dein Leben verlaufen wird. Genauso bildet aber auch dein Umfeld einfach den Rahmen, in dem du dich bewegst. Und wenn beispielsweise in deiner Gruppe, du kennst es vielleicht aus der Schule einfach, wenn in deinem Freundeskreis eine ganz klare Meinung darüber herrscht, dass beispielsweise Alkohol gut ist und dass man das einfach trinkt, weil es cool ist oder was auch immer, dann kannst du selber vielleicht gegen Alkohol sein, aber es wird dir so viel schwerer fallen, das in dieser Gruppe auch wirklich aufrechtzuerhalten. Vielleicht schaffst du es trotzdem, kann sein, aber mit viel, viel mehr Aufwand. Und das Entscheidende ist, dass du dir sozusagen durch dein Umfeld es schaffst, dass die Dinge, die in dir sind, die du automatisch machen wollen würdest, die Ziele, die du erreichen willst, dass die durch dein Umfeld geebnet werden oder sogar gefördert werden und nicht, dass dein Umfeld entgegen dem steht, was du eigentlich machen möchtest. Deswegen ist es so entscheidend, dass du dir im 3. Punkt jetzt bewusst wirst, welches Umfeld du eigentlich möchtest. Und es gibt nicht das eine Idealumfeld, sondern es gibt immer nur das Traumumfeld für dich persönlich. Und das Entscheidendste ist da jetzt erstmal, dass du dir dem bewusst wirst. Dass du dir zum einen eben bewusst wirst, wie krass dein Umfeld dich beeinflusst. Blick einfach mal drüber nach. Welche Dinge du eigentlich nur wegen dem Umfeld machst oder welche Handlungen, welche Normen du im Prinzip auch einfach von deinen Eltern, aus der Familie, von der Erziehung her übernommen hast und wie viele du davon aus deinem Innersten vielleicht gar nicht unterstützen würdest oder du das selber eigentlich gerne anders machen würdest. Und dass du dir zweitens eben bewusst wirst, welches Umfeld möchte ich eigentlich, dass du dir dein Umfeld, vor allem in deiner jetzigen Situation, wenn das Abitur vorbei ist, selbst aussuchen kannst. Das ist so entscheidend. Die Phase nach dem Abitur finde ich aus dem Grund am allerstärksten, weil du dich neu orientieren kannst. Du warst jetzt 12 Jahre in der Schule oder vielleicht auch 13 und warst die ganze Zeit mit Menschen umgeben, mit denen du dich im Prinzip auch umgeben musstest. Klar, in der Schule konntest du dir vielleicht aus deiner Jahrgangsstufe aus 100 Leuten so deine Lieblings-5 aussuchen. Du warst aber auch die ganze Zeit in deiner Familie. Heißt nicht zwangsläufig, dass deine Familie jetzt schlecht ist oder so. Aber du hattest keinen Einfluss darauf. Wenn du eine geile Familie hattest, hast du natürlich Glück. Wenn du vielleicht mit deinen Eltern auch nicht so gut ausgekommen bist oder mit deinen Geschwistern,
dann war es natürlich nicht so cool. Aber du konntest nichts dran ändern. Und jetzt hast du wirklich mal die Freiheit, dir komplett zu überlegen, was du möchtest. Deswegen, sei dir bewusst, was will ich? Wie sieht mein Traumumfeld aus? Und das kannst nur du für dich selber beantworten. Ich für mich persönlich, mir ist aktuell einfach wichtig, dass die Leute, mit denen ich mich viel umgebe, dass die ein klares Ziel in ihrem Leben haben, dass die vielleicht auch businesstechnisch einfach am Start sind, dass die sehr produktiv sind, dass sie auf all ihre Lebensbereiche achten, also dass sie wirklich auch gesund leben, dass ihnen soziale Kontakte wichtig sind. Und ich will einfach Menschen, die im Leben grundsätzlich hohe Ambitionen haben und die tagtäglich auch was dafür machen und mich in der Hinsicht auch einfach pushen. Weil das ist eben das, was du von deinem Umfeld bekommst. Du kriegst sozusagen den automatischen Schub in die Richtung, wie dein Umfeld ist. Und deswegen ist es so entscheidend, dass du weißt, wo du selbst hin möchtest und dass du dann auch dein Umfeld danach ausrichtest, dass du dann eben automatisch, das ist das Krasse am Umfeld, es passiert automatisch, du musst nichts dafür tun, außer dir einmal dieses Umfeld schaffen. Und dann wirst du eben automatisch in diese Richtung geschoben. Und dann ist das letzte Punkt natürlich die Frage, Leo, was mache ich denn jetzt mit den Menschen, die vielleicht der Vorstellung, die ich jetzt für mich kreiert habe, nicht mehr übereinstimmen? Und das war für mich auch ein ganz heikles Thema, weil ich auch einfach in der Gruppe war, die sich schon so ein bisschen eingespielt hatte, aber ich dachte mir irgendwann, hey, irgendwie, ich will mehr. Und glaube, da ist es entscheidend, dass man sich erstmal bewusst macht, du musst nicht diesen Hardcut machen. Bedeutet, du musst nicht zu den einzelnen Personen hingehen und sagen, Alex, das und das finde ich nicht cool an dir, das sind meine eigenen Ziele und Wünsche, deswegen sind wir jetzt keine Freunde mehr. So müsst ihr das nicht machen. Im Prinzip wird dieser Prozess, das werdet ihr nach dem Abitur total stark merken, es wird sowieso automatisch passieren. Die Menschen, zu denen du dich nicht mehr so hingezogen fühlst, denen schreibst du auch nicht mehr, ob sie was machen. Und wenn sie auch nicht schreiben, hat sich das im Prinzip eh erledigt. Und wenn sie nachfragen, werden sie ja gewissermaßen auch schon merken, dass du vielleicht gar nicht so große Lust hast. Und so wird sich dann automatisch auch selektieren. Und selbst wenn ihr was macht, merkt man mit der Zeit einfach, okay, beide gehen jetzt irgendwie in andere Richtungen. Und dann wird sich das einfach so auseinanderleben. Deswegen gebt dem ganzen Prozess da einfach ein bisschen Zeit. Habt auch volles Verständnis für die Leute. Werft dann niemandem irgendwas vor, dass deine Vorstellungen nicht mit ihren Vorstellungen übereinstimmen. Das kann ja jeder so machen, wie er will. Das Wichtige ist einfach nur, dass du weißt, was du möchtest und dass du den Weg gehst. Und dann wird sich das automatisch auch einfach selektieren. Und deswegen abschließend, sei dir einfach bewusst, welchen Weg du gehen möchtest. Sei dir bewusst, dass dieser Prozess ganz langsam einfach stattfinden wird und orientiere dich einfach an den Menschen, zu denen du dich hingezogen fühlst. Und dann wirst du einfach in den nächsten 3 Jahren eine richtig geile Zeit haben. Ich glaube an euch. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Und hier beim Abschauen noch ein anderer Tipp. Ihr könnt unbedingt auch alle anderen Leute aus der Community entweder auf Instagram anschreiben oder ihr schreibt in YouTube hier in den Kommentar, wofür euch interessiert und so weiter. Vielleicht findet ihr ja jemanden, der das dann einfach sieht, denkt sich, hey cool, ich komme auch aus der gleichen Stadt, ich interessiere mich für die gleichen Dinge, antwortet dir und dann könnt ihr euch vielleicht so connecten. Das wäre einfach mega, mega geil, auch wenn ich da so diesen Impact schaffen könnte. Deswegen seid immer offen dafür, wen ihr findet, schreibt einen Kommentar unter das Video und vielleicht findet ihr euch ja so. Now I go yard, fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fuck it off day. One way, so I never go the wrong way.